Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 3 Remake. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich habe jetzt alle Sachen besorgt, verarbeitet, zurückgebracht und habe jetzt alles am Start. Ich habe jetzt den Granatwerfer mit dabei, natürlich auch den Akku dabei. Und ich habe gesehen, als ich hier vorhin vorbeigelaufen bin, dass es hier auch noch hochgeht. Ich glaube, von da sind wir ja nicht gekommen. Wir sind ja die Müllrutsche runtergerutscht da vorne. Ja, voller Pipi und Kaki. Und schauen wir mal, was das hier so gibt. Wa? Freunde, ihr könnt auf jeden Fall gerne in die Videobeschreibung gucken. Folgt mir gerne mal auf Instagram. Mir auf jeden Fall eine feine Sache. Checkt auf jeden Fall auch meinen Partner Instant Gaming ab, Freunde. Wenn ihr da gerne auch beim Gewinnspiel mitmachen wollt. Alles in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. So, Maul auf, bitte. Und natürlich findet ihr da auch ansonsten günstig Games, Guthaben etc. So, gehst du drauf? Hab ich hier noch irgendwas übersehen? Nee. So. Schön, oder? Ein Schuss reicht. Jetzt kann ich, glaube ich, hier die Tür aufmachen. Genau, perfekt. Das heißt, ich kann auch direkt meinen Akku wieder mitnehmen. Sehr schön. Hab ich ihn dabei? Ja. So, warte mal. Wir sind jetzt hier Ebene, machen wir so. Ja. Ach guck mal, jetzt bin ich hier wieder. So, Akku rein. Jawohl, Gürteltasche, endlich, schön. Nochmal Sprengstoff. Ist das die Tür? Nochmal Schießpulver. Ist das alles gewesen? Das ist alles gewesen, ne? Ah, der Akku wird da auch angezeigt auf dem Radar. Sehr, sehr schön. So, Tür zu. Akku raus. Oder war das gar nicht... Nee, das ist ja gar nicht das Büro. Nee, wir sind doch woanders. Wir sind doch woanders. Da unten wollen wir rein, wa? Da unten wollen wir ursprünglich rein, glaube ich. So, jetzt haben wir hier die Abkürzung frei. Perfekt, perfekt. Und jetzt hier rein erstmal. Ist halt die Frage, schließt sich denn hier der Kreis? Wahrscheinlich schon, wa? Dass wir dann einfach von der anderen Seite reingegangen sind. Wir klappern natürlich trotzdem mal den Weg ab. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Oh mein Gott, nein! Nein, dann haben wir doch erstmal das Büro verpasst und jetzt, Bossfight-Time. Nein, bitte, ich bin hier noch nicht fertig! Stars. Ich bin da noch nicht fertig. Er kann Waffen benutzen. Ich bin doch noch nicht fertig, Mann. Grünes Kraut, alles haben wir. Schade. Na gut, okay. Verstauen. So, warte mal, Sprengstoff. Wenn wir die jetzt miteinander kombinieren, kommt explosive Granaten. Dann auf jeden Fall eine Heilungssache mitnehmen. Schießpulver. Handgranate. Komm, was ich nehme mal die Handgranaten mit, falls jetzt Bossfight ist oder sowas. So, kurz speichern. Ja, vielleicht kommen wir nochmal zurück. Haben wir natürlich die Anfangs... dieses Anfangs-Bürofenster, wo da ja was hinterlag, haben wir leider jetzt nicht mitgenommen. Erstmal. Na gut. Kann man vorher natürlich nicht ahnen, wa? Na, so.
Hast du es überlebt? Ist es dein scheiß Ernst, Alter? So. Du bist immer noch nicht tot, wa? Du bist nicht tot. Bist du tot? Du auch? Du auch? Du auch. Okay. Ich muss hier raus. Schnell! Alter Schwede. Alter Schwede, Junge. Ist der hinter mir? Wo ist er denn? Boah, ist das geil gemacht. Lauf, 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 lauf! Lauf! Alter, der fackelt das ganze Gebäude ab. Komm schon, komm schon. Jetzt bricht es zusammen, oder? Und oben auf dem Dach ist Bossfight? Ja, bestimmt, oder, Freunde? Okay, ja, 100% ist da oben Bossfight. 100%, 100%, 100%. 100%, Freunde. So, dann lege ich kurz mal das hier weg. Komm, ich nehme es einfach mit. Ja, 100% ist da gleich Bossfight. Sonst wäre hier nicht nur eine Kiste und nur eine Schreibmaschine zum Speichern. Ah, ich mache es jetzt einfach first try, dann ist es in Ordnung. Warte. L1, Franka, ach so. Okay. Schnellzugriff, so. Lass mich raten, auf den Feuertank hinten? Die Kreatur besiegen! Jetzt weich doch aus, Mensch! Muss ich ihn finishen? Oh nein, muss ich nicht. Sorry, zu viel Neo gezockt. Jetzt noch fit? Oh, dumme Sau. Ihn darauf lenken, dass er darauf schlägt oder was? Soll er hier drauf schlagen? Das kann man anscheinend wirklich nur einmal nutzen, wa? Muss er hier draufschlagen?
muss ich ihn irgendwo reinlocken, dass er da reinsprintet. Okay, ich muss einfach nur drauf schießen. Nein! Das ist doch ein Witz! Ich dachte, ich hätte noch Zeit, alles einzusammeln! Oh Mann, ey. Schön platt gemacht. Ich meine, ich habe alle Munition verballert, aber ich habe ihn platt gemacht, first try. Ich dachte wirklich, ich hätte danach genügend Zeit, alles einzusammeln. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir abstürzen, Mann. Sonst hätte ich natürlich alles eingesammelt. Jay, hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja, der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich habe getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Na, jetzt taucht er bestimmt wieder auf, oder? Oh Mann, ich hätte natürlich alles eingesammelt, ey. Mann. Boah, das ärgert mich jetzt krass, wa? Das glaubt ihr gar nicht, wie mich das ärgert jetzt. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Ich bin ein hilfloses Mädchen. Boah, das ärgert mich jetzt richtig krass, wa? Ich kann mich gar nicht so richtig drüber freuen, dass ich ihn einfach übelst platt gemacht habe, weil ich ein geiler Typ bin, sondern ich ärgere mich, dass ich die Sachen nicht einsammeln könnte. Okay, Pistolen, Munition, immerhin etwas. Schießpulver. Halt! Mich, Jill! Kendo, dir geht's gut. Ja, gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Ja. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Ich überlege gerade. Das ist aber nicht der Typ mit seiner Tochter aus dem zweiten Teil, oder? Was ist das? Ich weiß es nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Klärt mich auf, Freunde. Klärt mich auf. Den kennt man doch bestimmt, oder?
So. Verstauen. Verstauen. Flinte mitnehmen. Kombinieren. Dann machen wir. Ich nehme den Dietrich jetzt mit. Kein Bock, dass das wieder passiert. Achso, das war's schon. Mehr habe ich gar nicht mehr. Gut, 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 gut. Boah, Alter, ich habe alles verballert, wa? So, nein, 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 wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Gut. Gut. Na gut, wenigstens ein bisschen Munition wieder am Start. Okay, im Laden liegt noch was. Sorry, muss ich noch mal ganz kurz zurück. Jetzt die Sachen mitnehmen. Was ist jetzt? Ne, hier liegt noch mehr Zeug rum. So, was ist das jetzt? Jetzt war es das, okay. Gut, das kann ich aber erstmal wieder weglegen. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Okay. So, alles nachgeladen, wa? Ja. Hier auf der Street ist auch noch irgendwo was. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt auch schnell suchen oder was? Habe ich überhaupt irgendeinen getroffen? Einen, glaube ich, ne? Vielleicht hier im. Ach, guck mal hier. Müssen wir da vielleicht sogar hin? Ne, warte mal, die Tür ist ja auch verschließbar. Warte mal. Das sieht so aus, als wenn man hier in die U-Bahn geht. Lass mich! Wie viele Schüsse? Jo, ich weiche schon aus. Das juckt ihn aber nicht. Wie viele Schüsse braucht er eigentlich? Okay. Hast du jetzt genug, Alter? Du kriegst die scheiß Schrot in die Fresse, Alter. Warte mal. Ich weiß nicht. Ich mach mal kurz hier den Weg erstmal auf. Ich weiß ja nicht, was hier noch ist, Alter, und wo ich hin muss, ey. Weil es sieht da hinten aus, als wenn man da wieder in die U-Bahn kommt. Wichtige Objekte wegwerfen. Ah, okay. Ja, Mensch. Ich wusste es. Komm weg mit dir. Boah, alter Junge, was ist das denn, Alter? Ey, Junge. Meine, ach, Freunde, ich weiß es nicht. Erst hier runter, ich gehe erstmal da hinten runter. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen hin und her, aber. Scheiß drauf. Das gehört halt dazu, weißt du? Wenn du ein bisschen was mitnehmen willst, musst du dich halt auch umgucken. Vielleicht ist hier auch einfach. Ach so, das geht hier in die Garage rein, okay. Vielleicht ist hier wahrscheinlich auch eh Sackgasse einfach. Na, okay, damit haben wir das auch abgeschlossen. Das Gebiet, sehr schön. Gut, wäre ich da einfach mal direkt runtergegangen. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, dass es. Aussieht, als wenn man zur U-Bahn da runter geht, aber keine Ahnung. Fragt mich nicht, Freunde. Hör doch auf, Junge, hör doch einfach mal auf.
Okay, erst in Körper, dann in Kopf. Erst in Körper, dann in Kopf. Hab ich den Dietrich dabei? Alter, ich muss die jetzt nur noch mitnehmen. Ich bin gezwungen, das Teil mitzunehmen. Irgendwie habe ich mir was Besseres versprochen. Raccoon Times, Leserbrief. Guten Tag, ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für eine Samstagsausflug mit den Kids in der Innenstadt ist. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf den Geldbeutel der Eltern als Toy Anko. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie würde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einen... Ist das vielleicht ein Hinweis oder was? Probieren wir es mal, wenn wir da sind, vielleicht einfach mal auf den Kopf zu schießen. Aber, Freunde, wir machen jetzt erstmal Schluss. Ja, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Wir können gerne beim nächsten Mal weitermachen. Wir haben den Bossfight. Wir haben leider nicht die Items auf dem Dach. Wie gesagt, wenn ihr das selber zockt, nehmt die Items gleich mit. Nee. Gut, kann man nicht wissen vorher. Wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt, ihr mich unterstützen wollt. Und schaut, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Aktiviert die Glocke hier auf YouTube, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Haut rein. Tschüss.